Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario 64. Ich bin euer Sekus und ja, es steht noch ein Welt vor uns. Olle. Finde die 8 roten Münzen. Das doch mit Leichtigkeit. Aber da, was heißt es, wenn wir 8 rote Münzen suchen? Ja genau, dann suchen wir auch gleich mal alle Münzen. So, ouch. Okay, das Ding ist weg. Jetzt komm, Shy Guy. Jetzt mach hier keinen Blödsinn und stirb. Danke. Ja, was hier die Münzen angeht, ich habe keine Ahnung, wo die ganzen schönen Münzen sind. Ich versuche eigentlich gerade so irgendwie Gedächtnis heraus irgendwie den Platz aller Münzen zu finden. Aber irgendwie habe ich Angst. Angst, dass das irgendwie falsch ist. Okay, so. So, so. Oh Mann, das ist richtig riskant. Vor allem in dieser Welt. Vor allem in dieser Welt. Da ist das riskanter als alles andere. Ich meine. So. Hab ich Lakito auch besiegt. So, hier haben wir den. Was? Hä? Wieso? Hä? Wo waren jetzt die anderen? Ich glaube. Ich glaube, da habe ich Oh mein Gott. Und gut ausgedrückt. Ja. Aha. Dumme Flamme. Ja. Ja. Ja, okay, kann sein, dass die blauen Münzen weiter dumm weitergegangen werden, aber das werde ich jetzt nicht mehr erfahren. Weil ich alle toten Münzen habe. Und ich jetzt auch nicht auf großen Anhieb wüsste, wo ein weiterer, wo die weiteren Münzen alle versteckt sind. Dass die blauen Münzen ja ein großer Teil der, ja, Münzen verantwortlich sind, glaube ich schon, dass es groß ist hier. Finde die 8 roten Münzen. So. 1-0. Na.
Gehen wir doch erstmal überall anders suchen. Überwinde die Macht der Dreiecke. Okay, da hinten. Okay. Oh, nice. Das wird was. Und eins und eins und zwei und eins. Ich werde jetzt überall erst so überall woanders Münzen sammeln. Und dann. Oh, und ja, ich spring daneben. Geil. Überall woanders die Münzen suchen und dann, wenn es wirklich, wirklich darauf ankommt, da unten hingehen. Und die roten und blauen Münzen einsammeln. So habe ich das jetzt vor, denn ja, wow, 100 Münzen, ne? Was will man? Was erwartet man hier? So. Autsch. Und ich bin wieder daneben. Wieso spring ich daneben? Eben beim ersten Mal hat es doch super geklappt und jetzt springe ich die ganze Zeit daneben. Das ist doch nicht fassbar. Ja, nicht fassbar. Ja, dann werde ich wohl jetzt also auf Schiff gehen, da alles mir holen, dann ja. Dann ins Haus gehen, ja, überall wo irgendwo Geld liegt, muss ich ja quasi hin. Mann, oh Mann. Einzelne Münzen. Ja. Weil zum Haus muss ich eigentlich so spät wie möglich hin. Weil von da komme ich nämlich gar nicht mehr weg. Da oben kann ich wenigstens noch irgendwie runterspringen. Okay, zu spät darf ich da auch nicht hingehen, aber naja. Ja, warum kann, ah, kommt Lakito, ist das der Lakito von da unten wieder oder? Okay, nice. Okay. Okay. Jo. Oh, das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ich weiß nicht. So, ich bin sehr, sehr, sehr... Autsch! Nein! Und daneben wieder! Mann, seit einem Stern läuft nix bei mir. Das ist... Jolo. So. Ich
Wenn wir in die Dreiecke kommen, machen wir erst das, bevor ich mir komm, holen wir auch hier erst alle Münzen. Das war dumm von mir. So dumm von mir, dumm. Mein Gott. Nein! Oh, da wollte er jetzt nicht springen. Och Mann. Das ist doch nicht wahr. Ich bin nur am Failen. Nein, das ist doch nicht wahr. Fahrt doch mal ab. Muss doch gar nicht mit dem Teppich fahren. Denn ich will wenigstens etwas im Part geschafft. Ein Stern wäre ein bisschen sehr erbärmlich, meiner Meinung nach. Jetzt nur gucken, wenn ich so einen normalen Weg hier laufe, so viel da sind zwei Münzen. So. So. Okay. Okay, das war leicht. 115. Sterne, nice. Komm, so machen wir noch. Versuchen wir noch einmal. Ja, zuletzt die Last Leben. Wenn die dann nicht reichen, dann... Schau dir den Regenbogen an. Schau dir den Regenbogen an. Die sind mir lustig. Ich habe echt keine Ahnung, wo das sein soll. Wo ich... wo ich hin muss. Schau dir den Regenbogen an. Ja, nice, Regenbogen. Ich habe ja eine Vermutung, wo der Stern sitzt. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Doch, warte. Doch, ich kenne eine Methode, wie ich da hinkomme. Jo, das ist nice. Jo, nice. Ich bin gut, solange alles fresh ist. Okay.
Tschüss, Lakito. Erwischt mich doch nicht. Yeah. Uhu. Nice. Da oben ist eine Insel, die ich schon die ganze Zeit sehe. Da der letzte Stern drauf ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe da unten, da habe ich 10. Bei Rotmünzen habe ich ungefähr fast 50, also 60 hätte ich dann. Ich brauche jetzt, habe ich nicht alles eingesammelt. Aber da unten bei den Kreisen sind ungefähr... wären ungefähr auch 10 Münzen, also 70 hätte ich dann. Ah nein, dann. Ah, ich bin nicht tot. Das ist schon mal gut. So, 9. Guck, 9. Das sind ungefähr 5 und 2 Kreise, dann Lakito. Das sind auch nochmal. 3, 4 Münzen, die erfallen ist. Oh, das ist schon... Ah, da kann schon eine Menge zusammenkommen. Und dann beim Haus sind auch nochmal ungefähr 20 Münzen. Brauchst du, glaube ich, brauchst du nicht mal wirklich hundertprozentig alle. Musst nur eben aufpassen, dass du nicht runterfällst. Ja, das ist so eine Sache. Wie gesagt, weil da sind auch noch überall Münzen und ja, das eigentlich müsste das sogar alles funktionieren, wie ich das mir geplant habe, wie ich das dann im nächsten Part angehe. Ja, das, die 100 Münzen werden im letzten Part. Warte, habe ich dann wirklich alle Sterne? Weil hier bin ich auch fast 100% fertig. Wo fehlen mir dann die Sterne? Hä? Ich habe die Schalterpaläste. Habe ich die Schalterpaläste durch? Habe ich? Ich meine ja. Ich muss dann echt noch mal nachgucken. Ich habe hab erst 116 Sterne nach dem. Mit dem 100 Münzstern sind es 117. Fehlen ja noch 3 Sterne. Wo habe ich bitte 3 Sterne vergessen? Drei Sterne vergessen. So. Das ist nämlich die Kanone. Das wusste ich. Lakito. So, hier habe ich auch so Stamm. Lakito gibt ungefähr 5, ja, habe ich 20. Müsste ich nur noch genau vom Schiff runterspringen, dann hätte ich schon mal hier oben müsste die Bombe Was ist die Bombe dann? Hä? Wo ist die Bombe? Weil da muss ich hin. Da drüben muss ich nämlich hin. Wo ist die Bombe? Ich weiß nämlich gar nicht. Wo ist die Bombe? Ja, Leute, das ist ja so eine Frage. Naja, ich beende, nimm den Stern, geh raus, beende damit diesen Part. Es ist doch nicht so weit gekommen, wie ich mir gedacht hatte, dass ich noch einen Part brauche und dann damit anscheinen kann, aber naja. Leute, ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen und ciao, euer Sekuso.